Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe ein bisschen was hier reingespeist, damit wir da wieder ein bisschen was an Zeug haben. Ja, ich verkaufe jetzt den ganzen Kram. Es reicht, ich will das nicht mehr bunkern. Ich benutze das eh nicht. Eines Tages muss man sich davon verabschieden. Ist halt so. Ah, so viel dazu. Ich musste entscheiden. Denn unser Platz war wieder voll. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Platz schaffen können, dadurch, dass ich ein paar Sachen repariert habe. Guck mal, du siehst doch aus, als würdest du etwas kaufen wollen. Oh, ich habe den Handschuh vergessen. Oh mein Gott, das ist doch perfekt für ihn. So, Waffen. Die Powerfaust. Für 2500 doch. Ach doch, 2500 ist in Ordnung. 2450, so, mach's für dich billiger. Kauf, kauf. So, was haben wir noch da? Kann ich hier noch irgendwas verkaufen, was ich nicht brauche? Nein, aber wenn wir schon mal hier sind, es ist ganz, ganz zwingend notwendig, dass wir uns einen Injektor bauen. Baute man den hier oder in der Waffenwerkbank? Weiß ich gar nicht. Jagdgewehr. Impro. Nö, ich kann keinen Injektor bauen. Doch, 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 kann ich. Injektor. Was ist ein Scheiß? Frage ist, kann ich den Injektor irgendwie modifizieren? Dass er vielleicht ein bisschen mehr Schaden macht? Ah, Injektor da. 9 Schaden. Bleefliegen Larvenspritzelauf. Okay. Ja, da endet es auch schon. Ich kann die Reichweite erhöhen. Es wird lustig. Ah, was muss ich damit töten? Was muss ich damit töten? Wir brauchen auch wieder ein Gleisgewehr. Sowieso zerstöre ich das alles. Jedes Mal. Wir hatten sogar ein legendäres Gleisgewehr, was ich verkauft habe, ne? Also. Ein Red Hirsch mit einem Injektor ist kein Problem. Wolf auch nicht. Kackbratze. Ja, gut. 3 Sachen müssen wir mit dem Injektor töten. Gut. Red Hirsch kein Problem. Wolf kein Problem. Kackbratze. Schon eher. Beweg deinen Hintern, Mann. Kauf Sachen von mir. Was liegt hier eigentlich? Was soll ist das denn? Verwendbare Brast. Achso, das ist eine Brandbestie. Ein Stück von der Brandbestie. Habe ich ihm das Hirn ausgeblasen. Wortwörtlich. Gut, wir können nicht viel tragen. Also ein bisschen traurig. Aber naja. So, was haben wir hier? Event. Gucken wir erstmal nach Events. Weil legendäre Gegenstände sind bei mir derzeit ganz, ganz weit oben auf der Wunschliste. Ja, da ist ja keiner. Ah, ich mach's alleine. Ah, ich mach's einfach alleine, Leute. Es hat ja wirklich viel gebracht. Und es ist wirklich schön, dass alles immer noch auf Englisch ist. Ich meine, ich kann es ja lesen, aber nicht jeder ist dessen fähig. Nicht weglaufen, bitte nicht. Bleibt hier. Bleibt einfach hier. Genau, steht euch selbst im Weg. So, Endspurt, Leute, Endspurt, geht nach oben. Ich habe schon keinen Bock mehr auf euch. Ich hasse diesen Anfang, ne? Dieses oh, hin und her mit dem Stab. Jetzt bewegt deinen Euterarsch. Los! Oh, wenn du jetzt hier festbackst, ne, dann töte ich dich. Dann bin ich die wenigstens los. Hä? Ne? Ach Gott. Bitte. Bitte. Pack nicht rum. So. Ja, da ist die Kackbratze. So viel zu der Kackbratze. Gehen wir hier den ganzen Kram. So. Das war jetzt doof. Ich hasse es. Das ist ein Reflex nachzuladen.
Ich wette, du kommst hier raus, oder? Erstmal die Insekten hier loswerden. Au! Wie wär's, wenn du das lässt? Ich muss erst die Insekten loswerden, damit sie die Kühe nicht töten. Und jetzt kommst du, Kleiner! Ihr wart doch schon mal zu zweit. Da ist immer noch ein Insekt übrig, ne? Egal, du bist wichtiger. Wie? Hast du schon einen ganzen Kern geschluckt? Oh Gott, der wird mal all meine Munition fressen. Du könntest auch einfach mal sterben, so langsam, ne? Meine schönen Kerne. Huch. Springen wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den kritischen auslösen, aber gut. Jagdgewehr. Das gucken wir uns gleich auf jeden Fall mal an. Verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit. Okay. Ja. Kann ich sehen, die Waffe, ja. Hast du noch andere Sachen, die dich vielleicht noch besser machen? Nein. Das heißt, im Endeffekt zählt es nur, wenn ich ganz, ganz wenig Leben habe. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn man ganz wenig Leben hat und dann pervers viel Schaden macht. Aber ich glaube, für mich ist das nichts. Ist mir zu riskant. Ja, gut. So viel dazu, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Nein. Du verarscht. Wir sind mal wieder überladen. Geil. Weißt du was? Hier mal die Mini-Atombombe. Vielleicht treffe ich ja. Erfolgreich. So. Ich wiege immer noch. Das müssten zwei gewesen sein, oder? Ja gut, das war effizient. Perfekt. Ich wiege immer noch zu viel? Nee. Willst du mich verarschen, Spiel? Ich wiege nicht zu viel. Guck mal, ich kann laufen. Der sagt mir immer noch, ich wiege zu viel. Ich habe einen Bug ausgelöst. Dadurch, dass ich die Munition verwendet habe, währenddessen ich zu viel gewogen habe, hat er es nicht akzeptiert. Ja. So, Fleisch. Hammelkeule. Komm. Ja gut, Feuerhutsuppe möchte ich jetzt nicht machen. Ah, jetzt ist der Bug weg. Sehr schön. Gibt's hier noch irgendwen, der, keine Ahnung, draufsteht, weggebombt zu werden? Die Kühe vielleicht. Oh, die zählen nicht. Schade. Ich bräuchte irgendwie so einen Riesenhaufen Insekten. So Meierlöck-Babys vielleicht. Das wäre eine Option. Shaws Tagebuch. Kennen wir das? Tagebuch von Shaw Aaronholt. John und ich haben Lovells ständiges Geschwafel über Chicago mächtig satt. Er will, dass wir unsere Sachen packen und Richtung Chicago aufbrechen. Scheiße! Wen zum Teufel interessiert schon Chicago? Ich dachte immer, wir sollten eher Richtung Süden ziehen und nachschauen, ob einer unserer Cousins überlebt hat. Seltsam.
John und ich können den Schlüssel zum Getreidespeicher nicht finden, wo wir Munition und Medizin gebunkert haben. Die Strahlenkrankheit macht mich total fertig. Ohne Medikamente werde ich vermutlich in wenigen Tagen krepieren. Ist eingetroffen. So, Scheune. In der Scheune gibt es Sachen. Hier ist noch eine geschlossene Tür. Ich sollte nicht mit dem Raketenwerfer rumlaufen, habe ich das Gefühl. Und auch nicht mit der Kamera. Wo ist ja nur eine normale Hütte? Hier bin ich ja auch noch nie rumgelaufen, ne? Bisschen Schrotmunition. Schrauben. Mir sind schon wieder die Schrauben ausgegangen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft mir die Schrauben ausgehen. Das ist so elendig. Was bist du? Bist du ein Wolf? Könnte ein Wolf sein, oder? Hat er gerade die Tür geöffnet? Hast du gerade ernsthaft die Tür geöffnet, Wolf? Gib mir den Injektor. Eine Spritze zur Zeit, ach du Scheiße. Die hat die Tür geöffnet, der Wolf. Das ist unfassbar. Wo bist du? Hey, du bist ein Hund. Aber du gehst mir auf den Sack. Schade. Wäre es nur ein Wolf gewesen. Ich hatte natürlich die Chance, eine Kackbratze und einen Wolf gleichzeitig zu erlegen mit dem Injektor, aber ich musste ja die Kühe verteidigen, deswegen habe ich es mal nicht gemacht. Ja, gut. Würde ich sagen, gehen wir weiter. So. Was haben wir denn hier noch, wo es sich lohnt? Wir waren doch nie in der Nuka-Cola-Fabrik, ne? Glaube ich zumindest. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Also wird mal Zeit, dass mir ein paar Leute ein paar Sachen abkaufen. Bitte. Ich habe kein Geld mehr. Kommt zu mir auf meinen Server. Gib mir euer Geld. Ich brauche es nötiger als ihr. Aber eigentlich wäre es besser gewesen, wenn wir uns jetzt im höherleveligen Gebiet rumtreiben würden, ne? Eigentlich schon, wegen Double XP. Weißt du, was Favoriten hier so? Ist zwar ein bisschen lästig, aber naja. So, das Nuka-Cola-Werk. Ich glaube, da waren wir noch nie drin. Ich frage es überhaupt, wie man reinkommt. Und wir brauchen ja die verschiedenen Nuka-Cola-Sorten. Ich glaube, hier wären wir am ehesten fündig. Wie komme ich hier rein? Gibt es hier eine Tür oder so? Irgendwas? Gib mir eine verdammte Tür. Ah, ist eigentlich schon traurig, dass ich sie mit meiner teuren Munition erschießen muss. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, mich da durchzuprügeln. Im Gebäude können wir gerne unsere Nahkampfwaffe wieder nehmen, aber so. Wenn sie so verstreut sind. Nee, danke. Ah. Tür gefunden. Gehen wir mal rein. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Kanawa? Da war doch irgendwas mit Kanawa. Kanawa. Ich soll Kanawa besuchen. Aber irgendwie zählt das ja jetzt auch nicht. Hä? Nuka-Cola?
Aber wir sind auf jeden Fall in der Nähe von Kanawa. Das ist schon mal gut. Müssen wir es halt nur finden. Okay, sehen wir uns hier ein bisschen mal um. Wir brauchen die Nuka-Cola-Sachen. So, vielleicht bei den Arbeitsplätzen. Das kann sein, dass da ein bisschen was rumliegt. Lose Schrauben. Nice. Machen wir mal Licht an. Wir müssen uns so eh nicht verstecken. Oh. Produkt Brainstorming. Laut unseren letzten Marktuntersuchungen hat sich der Umsatz von Snacks für unterwegs um 8% erhöht. Wir erwarten, dass die Nachfrage in den nächsten Geschäftsjahren weiter steigt. Unsere ersten Experimente werden sich der Wiedereinführung kohlensäurehaltiger Getränke mit Selleriegeschmack widmen. Der Ursprung dieses Getränks geht bis in das Jahr 1860 zurück. Damit sprechen wir demografische Gruppen an, die sich wie Außenseiter fühlen wollen. Durch die richtige Balance von künstlichem Geschmack, Verpackungsdesign und Marketing sollten wir die Leute davon überzeugen können, dass es gesund ist. Gemeinsam mit der Rechtsabteilung loten wir in dieser Hinsicht derzeit die Grenzen aus. Aktuell tendieren wir zu klassisches verdauungsförderndes Getränk für eine neue Generation. Und, oder, ein grünes Tonic Water aus Amerikas bester Ära. Selleriegeschmack. Eine Coca-Cola-Becher brauche ich leider nicht. Hier ist schon wieder Ausgang. Das was? Ich habe nicht eine einzige Nuka-Cola-Flasche hier gefunden. Nicht eine. Nuka-Cola Cherry. Ja, gib mir Cherry. Die Tür ist geschlossen. Hm? Hier war nix. Ich bin enttäuscht. WTF? Ich brauche Nuka-Cola, deswegen bin ich hier. Ihr könnt doch ein Nuka-Cola-Werk... keine Nicht-Nuka-Cola haben. Keine Ahnung. Mikroskop brauche ich, ne? Ja. Mikroskop. Reagenzglas brauchen wir auch noch. Und ein Laborkit. Vielleicht finden wir das hier auch noch. Na gut, gehen wir mal hier rein. Geht doch. Ich sehe Nuka-Cola, ja. Immerhin etwas. Aber Quantum haben wir schon. Das Einzige, was wir finden, ist das, was wir schon haben. Das kann euch dein Ernst sein. Brauchen wir den Zylinder hier? So, Messingzylinder. Finde ich jetzt nicht auf Anhieb. Müsste eigentlich auch hier sein, oder nicht? Bunsenbrenner, Becher, Glas. Vielleicht war das Becherglas, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Aber wir haben es erstmal. Das reicht schon. Feedback-Formular. Ah, hier lassen Sie Feedback übrig. Intensität, Mundgefühl, Säuregrad, Aroma, Geschmacksprofil, Süße, Metallgeschmack. Süße 9,1. Ach du Scheiße. Eindruck insgesamt. Ah, sowas kenne ich. Gibt es ja auch in Deutschland sowas. Solche anonymen Dinger. Wo man den Geschmack und so weiter testet. Aber gut, ich finde es schön, dass es im Nuka-Cola-Werk nichts gibt, was mit Nuka-Cola zu tun hat. Außer vielleicht zwei Quantums. Und ein bisschen atomarer. Ja, das atomare Zeug nehme ich natürlich gerne mit. So ist es nicht. Oh, Bunsenbrenner. Der Bunsenbrenner. Sehr schön. Ich glaube, das eine ist ein Becherglas. Nur halt schlecht beschrieben. Ich höre noch Schritte. Irgendwo waren wir noch nicht. Kann es sein, dass es hier noch eine Etage gibt?
So tief wollte ich nicht fallen. Oder er ist da unten. Moment, hier geht's noch tiefer runter. Huch! Gewunden! Da. Ach, schon wieder Quantum. Gib mir was anderes als Quantum. Please. Naja. Lederarbeit. Was? Was habe ich da jetzt gemacht? Challenges. Weltlederarbeit. Wieso ist da gerade einer krepiert? Stelle einen Düngerproduzenten in einer Werkstatt. Nee, das kennen wir doch, hä? Ah, verwehrte Kackbratzenleder. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wo das hier ist. Soll ich das noch da herstellen? Keine Ahnung, aber das Klavier habe ich hergestellt, stimmt. Das Klavier habe ich hergestellt. Na gut. Wir werden ja sehen, falls etwas fehlt. Kannst ja irgendwann aktualisieren, damit die Liste ein bisschen kleiner wird für mich. Und übersichtlicher. So, ah, hier ist das Werk an sich. Wenn wir schon mal dabei sind, Schieferstab, tschüss. Schwarzpulverpistole, tschüss. Schaufel, tschüss. Ah, Aggressor, Bohrer. Dinge habe ich eigentlich extra mitgenommen, um sie zu entwerten und habe es dann vergessen. Ja, schon wiegen wir weniger. Perfekt. Aber auch hier keine Nuka-Colas, ne? Wäre ja zu einfach. Wieso liegen hier leere Flaschen drum? Ich will volle Flaschen. Na, zumindest eine Schraube. Ah, da geht's doch tiefer rein. Oh Gott, ups. Wollte mich eigentlich nur an der Nase kratzen. Und hier wären wir wieder zurück. Gut, gehen wir mal tiefer rein. Gucken wir, was wir noch tiefer finden. Vielleicht ein Geheimrezept, das wir plündern können. Nuka-Cola Cherry. Endlich mal. Endlich mal haben wir etwas Gutes erreicht. Wir brauchen jetzt noch Dark, Wild and Grape. Naja. So viel dazu. Wir müssen also die Nuka-Cola-Werke eigentlich absuchen, um das hinzukriegen. Ein Geheimgang? Da will ich aber nicht hin. Ging es nicht gerade irgendwo runter? Es ist hier so verwirrend. Ach! Es gibt mehrere Wege. Okay. Ich habe eigentlich auf ein Geheimrezept gehofft. Da ist noch ein Quantum. Nehmen wir Quantum auch nochmal mit. Patronen. Oh, Fusionskern. Nice. Okay, hat sich gelohnt. Nuka-Cola Quantum. Wir ziehen uns gleich die Nuka-Colas rein wegen des Geldes. Einfach nur, um das Geld zu kriegen. Noch ein Ausgang. Ja, scheiße. Naja gut, wir haben Nuka-Cola Cherry bekommen. Also ich bin mir sicher, dass wir schon verschiedene Sorten Nuka-Cola mal gefunden habe, aber ich weiß nicht mehr wo. Wieso sollte ich mir auch sowas merken? Wo man Sachen findet.
Na gut, gehen wir hier raus. Schade. Ich habe mir mehr erhofft. Eigentlich habe ich mir mehr erhofft. Okay, aber hier steht ja Nuka-Cola-Werk Kanawa. Ist das Kanawa? Nee, ist Mount Blair. Da müssen wir auch ein paar Leute töten. Aber was zum Teufel ist Kanawa? Kanawa Bezirksfriedhof. Kanawa ist der Bezirk hier, ne? Das ist Charleston. Wir gehen mal hier in diese Richtung und gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwas an Orten übersehen haben. Das ist mir nicht ganz koscher jetzt. Ich soll Kanawa besuchen. Was ist denn Kanawa? Ist das jetzt eine Örtlichkeit oder ist das die Gegend? Vielleicht meinen sie den... beim Friedhof steht ja auch noch Kanawa. Vielleicht wird das ja gemeint. Weißt du was? Wir machen einfach Folgendes. Wir reisen zu diesem Camp und gucken, was der so anzubieten hat. Vielleicht finden wir da was, was wir brauchen können. Ich habe zwar jetzt nicht mehr viel Geld, aber naja. Man bräuchte eigentlich so einen allgemeinen Marktplatz. Das wäre so das Beste. Ups. So. Ach stimmt, hier war der Angelplatz, ne? Hier habe ich tatsächlich sehr viele Leute gesehen, die hier ansiedeln. Will die Kuh melken? Hm. Geht nicht. Wie abgeschlossen, ach so. Okay, hier ist schon mal nix. Ist auch nix. Ja. Ja. Das ist schön. Kann ich bei dir einbrechen? Ich meine, der hat das schon echt schön gemacht. Guck mal, wie es da drin aussieht, ey. Echt schön. Nicht so wie meine Ranzbude. Guck mal, wie schön das ist. Der hat sogar richtig gute Fenster, wo man Kabel durchführen kann. Ist auch so ein schönes Zuhause. Ich habe immer Angst, nach Hause zu gehen, weil ich da immer denke, ich kriege gleich einen Herzinfarkt. So hässlich ist das. Aber ich habe halt nichts. Keine Blaupausen, keine richtig guten. Und dabei spiele ich eigentlich schon voll lange. Aber ich bekomme auch immer nur dieselben Blaupausen. Vielleicht einfach mehr Events machen. Ich glaube, das ist das Problem, dass ich mache zu wenig Events bestimmt. So, du bist nicht Kanawa, oder? Oh, Insektis. Viecher. Jetzt komm her! Ja, endlich. Gartenbau erledigt. Lauf nicht weg! Endlich Ruhe. Okay, wir müssen auf jeden Fall keine Blutkäfer mehr töten. Aber in etwas. Aber es ist auch nicht der Ort, den ich besuchen soll. Der Klebeband habe ich jetzt mehr als genug. Jetzt ist es langsam gut. Ich brauche keins mehr. Gib mir Schrauben. Stattdessen. Schrauben ist gut.
Oh, ihr Mistviecher! Ah! Jetzt bin ich auch noch krank. Danke für nix. Kanava. Ist gut auf Spillings. Ich glaube, dass dieser Bereich hier Kanava ist, aber dann bin ich doch hier. Ganz seltsam. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten fruchtlosen Folge, wo wir wahrscheinlich nichts schaffen werden, weil wir einfach nicht finden, was wir suchen. Haut rein, euer Seho. Tschüss.